Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als China. Wir catchen uns ja gerade mit den Sumerern und meine lieben Armbrustschützen werden brav aufgelevelt, wie sie sollen. Aha, dich könnte ich eigentlich aufleveln. Ja, da du eh nichts Besseres zu tun hast, dann gehen wir jetzt auch noch eine Kontrollzone. Du schließt zu diesem Armbrustschützen hier auf. Du, was wollte ich mit dir machen? Ich glaube, da runter geht nicht, da. Ja, da, genau. Und du musst eigentlich irgendwas anderes machen. Kannst du hier irgendwas machen? Du kannst hier mal den ersten Bauernhof bauen. Kannst hier mal verweilen. Du kannst auch nichts anderes machen momentan. Du heilst. Du wartest. Nein, ich will keinen Frieden. Bin ich wahnsinnig. Nein. Aber danke an der Nachfrage. 9 Gold pro Runde wäre ganz nett eigentlich. Ich frage mich nur, ob wir das nicht besser verchecken können. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. 100 Gold würdest du mir geben, ist aber nicht zu viel. Würdest du mir 300 Gold geben? Nein, nicht 3000. Würdest du mir 300 Gold geben, plus, sagen wir, 2 Gold pro Runde? Aha. Plus, sagen wir, 5 Gold pro Runde? Aha. Plus, sagen wir, 10 Gold pro Runde? Okay, holy shit. Plus, 15 Gold pro Runde? What? Für die zwei Sachen. Ehrlich jetzt. 20? Ist das verbuggt oder wieso gibt die mir gerade so viel Geld für das Zeug? Hallo? 40 Gold pro Runde. 34 Gold pro Runde ist zu viel. Okay, 33? Nein. 32? Nope. 31? Geht's jetzt die ganze Zeit wieder runter? Nein. 300 Gold und 30 Gold für 30 Runden. Für zwei Luxusressourcen. Ja, das ist ein Deal, würde ich mal sagen. Hast du ein bisschen Annehmlichkeitenprobleme hier? Sieht mir fast danach aus. So, du. Du. Du gehst mal hier hin und schießt auf eine von den beiden. Schießen wir auf dich. Du kannst mal hier hinten auf ihn schießen. Und eigentlich nochmal auf ihn schießen. Du kannst mal hier hin. Und chillen. Du kannst dich mal kurz zurückziehen zum Heilen. Du kommst hier rauf. Alright. Du könntest jetzt eine Bank bauen, aber was du eigentlich viel eher bauen solltest, ist erstens ein Handwerker und dann ganz, ganz viele Händler. Du bist eine Werkstatt. Yep. Du baust ebenfalls eine Werkstatt. Yep. Du heilst. Du könntest den hier killen, aber wir haben es ja nicht eilig. Du kommst dahin. Immer noch auf dem Weg zu unserer neuen Stadt. Du kommst hier runter. Naja, ah, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Aber wir haben da eigentlich eine ganz gute Verteidigung rumstehen. Du schießt ihn nieder. Aha, wir können. Ja, dann übernimmst du das. Ah, du hättest eins nach vorne gehen können. Bin ein Idiot. Macht aber auch nichts. Dann machst du das hier. Und bitte gleich nochmal, wenn es geht. Danke, und du hältst dich kurz. Handan hat ebenfalls jetzt ein Handelszentrum gebaut. Wollen wir auch anfangen, Händler rauszuhauen? Ich glaube noch nicht, ehrlich gesagt. Zu wenig Annehmlichkeiten habe ich. Das ist jetzt nicht sehr überraschend, aber natürlich traurig. Du baust die Universität, wir brauchen mehr Forschung. Du kommst dahin, du wartest, du kommst hier runter. Ja, yep, die versuchen es nochmal hier. Mit einem Angriff auf Soul, aber das gefällt mir. Kann man mehr killen. Du kommst hier hin. Gehen alle mal einen Schritt nach vorne. Da wird ein Schuss abgegeben. Ich nehme mal an, dich können wir relativ easy fertig machen. Okay, das solltest du eigentlich immer noch. Oder wie lange brauchst du, bis du. Maus, come on. Nein, du brauchst zu lang. Wir heilen hier nochmal.
Und jetzt kann ich mich leider nicht mehr bewegen, was traurig ist, aber auch nicht so viel macht. Du greifst noch den hier an, weil der kann dich nächste Runde angreifen. Reparieren wir mal kurz das Wart hier. Oh, Warts könnte ich mir. Moment, welche Religion ist das? Die gibt es hier noch irgendwo anders auch? Longzi könnte. Na, du bist auch mal ein Händler, oder? Händler. Ja. Moment, du hast auch das hier. Aha. Woher ist denn das Watt, bitte? Ist das eine ihrer Spezial Gebäude? Nein, das ist doch ein religiöses Gebäude. Kannst du ein Watt bauen? Nein. Warum sind das. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Da, was mit dir? Auch nicht. Also, welche Religion waren das? Religionen, Religionen, Religion, Religion hier. Mein Panton ist recht egal. Synagoge, Wat. Zara. Tustri. Ermöglicht ich den Bau von Wats. Plus drei Glauben plus zwei Wissenschaft. Das ist aber eh das hier, oder? Nicht. Bin ich jetzt blöd? Aber ich kann es nur bauen, oder wie? Ich kann es nicht kaufen. Ja, das bist du. Bist definitiv du. Das heißt, ich kann es hier aber bauen. Ah, ich muss die heilige Stätte bauen, nicht wahr? Und dann kann ich Watz bauen. Ja. Jetzt habe ich es gecheckt. Besser später als nie. Du kommst hier hin. Du kommst hier runter. Da ist schon wieder ein Barbarenlager. Ich pack mein Leben nicht. Leute. Warum ist da ein Barbarenlager? Geht weg, Barbarenlager. Habe ich da irgendwo noch was rumstehen? Ja, da. Dein neuer Job ist, geh Barbarenlager killen. Du baust hier mal einen Bauernhof. Du baust jetzt Händler, bitte. En masse. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Okay, was. Ich glaube, du kannst mal hier hingehen. Yep. Oh, aber die hat noch keine Stadtmauern. Also ist alles cool. Haha. Kannst jetzt immer noch zweimal schießen. Das ist wahnsinnig. Ich kann eins nach vorne gehen und zweimal schießen. Ziemlich, ziemlich cool. Okay, können wir dich so killen einfach? Ja. Musst du wieder heilen. Oder, nein, du bist so. Ah, ich hätte nicht auf einen klicken sollen, ich hätte auf ihn schießen sollen, dann hätte ich ihn befördern können und dann wäre ich wieder auf vollem Leben. Okay. Einheit benötigt Befehle. Du bist der, der nur noch eine Sache bauen kann. Du kannst mal hier hingehen. Die Dinger bräuchte ich auch, damit ich hier ein bisschen mehr Produktion rauskriege aus diesem Industriezentrum, aus diesem Industriegebiet. Hey. So viele Kriegsneugen. Das ist unglaublich. Absolut gestört. Du schießt mal auf den. Beförderung. Yes, good job. Du schießt auf ihn. Du schießt auf ihn. Kriegst auch bald eine Beförderung. Du kannst mal einen Schritt nach vorne machen. Schießt auf ihn. Schießt mir noch auf dich. Gehst du hier hin. Du schießt auf ihn. Und. Aha, du bist jetzt fertig, oder wie? Okay, alles klar. Du hier schießt auf ihn. Und dann nochmal auf ihn. Wie lange brauchst du noch? Du brauchst wahrscheinlich noch Ewigkeiten, bis du befördert bist, oder? Naja, ziemlich viel. Du baust jetzt auch noch einen Händler. Wir haben hier noch einen Siedler. Den brauche ich dann hier. Ich weiß nur noch nicht, wie genau. Wenn wir euch beide abreißen. Oder ist Ur die Hauptstadt? Nein, Uruk ist die Hauptstadt. Okay. Dann könnten wir dich abreißen und stattdessen hier eine Stadt hinbauen. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5 entfernt von Uruk, was mir besser gefallen würde. Und außerdem 1, 2, 3, 4, 5. Du stehst aber sowieso schlecht. Ich könnte dich dann irgendwo hier hinbauen. 1, 2, 3. Crap. Ich könnte dich dann irgendwo hier hinbauen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4 immerhin. Und von hier waren dann 1, 2, 3, 4, 5 entfernt. Dann könnte ich noch irgendeine da unten behalten. Wir hatten hier, hat irgendwer Campi hier? Das ist ein Industriegebiet, oder? Ich sehe überhaupt keine Campi bei dir. Aber das ist diese Zikkurat-Dinger. Sind das Geländefeldverbesserungen oder sind das Gebäude? Zikkurat. Sie, genau. Ich halte die Handwerkerfähigkeit frei, eine Zigarette, die einzigartige Modernisierung um Sumers zu bauen. Sumers, aha. Plus zwei Wissenschaft, plus eins Kultur, wenn neben einem Fluss kann nicht auf Hügeln gebaut werden. Alles klar. Ist also eine Geländefeldverbesserung. Du bleibst mal hier, weil du nicht anders kannst. Du gehst jetzt eh was anderes machen, als das, was du gerade machen wolltest. Bereitest du dich eigentlich noch aus? Ja, wie viel? 16 Runden bis zur Ausdehnung. Eh nur. Okay. Wir gehen da einfach mal fleißig weiter. Mal den Speer killen. Ah, dafür wird sie auch Gold bekommen. Nice. Nicht sterben. Jo. Kleopatra denunziert uns. Das kommt auch nicht gerade wahnsinnig überraschend. Okay, du kommst hier hin. Kannst hier mal die Stelle einnehmen. Du kommst hier hin. Dich kann ich befördern, genau. Nice. Schießkunstexperte, du schießt auf ihn. Hier wird mal eins, zwei geschossen. Drei. Und dann. Also ich kann von hier aus nicht auf die Stadt schießen. Doch. Okay. Hätte mich auch gewundert. Du, Shanghai, innen sollten wir mal anfangen, Unterhaltungskomplexe zu bauen. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Weil ist das alles Kriegsmüdigkeit? Alle unzufrieden, alle ein Haufen Kriegsmüdigkeit. Und ich habe ja meine ganzen Luxusressourcen noch nicht bekommen. Vielleicht sollte ich da mal ein paar Felder kaufen. Da, Jade, 1. Kupfer, 2. Diamanten 3. Also es sind ziemlich viele Annehmlichkeiten, die mir da durch die Lappen gehen gerade. Ja. Ja. Du gehst mal kurz hier rüber, wir werden dort den Diamant kaufen. Aber das heißt, ich könnte vielleicht mal kurz Politik wechseln, um die Geländefelder zu kaufen und dann wieder zurückwechseln. Du hier, ah nein, warte, Diamanten haben wir schon. Das ist eine Lüge von mir mal wieder. Also einmal das, einmal Kupfer. Tabak haben wir nicht. Ja. Was sollst du tun? Kannst du noch einen Händler bauen? Ja, in dem Fall bau einfach mal noch einen Händler. Du erledigst jetzt das hier und später das hier. Wo ist jetzt dieser Typ? Du gehst jetzt stattdessen, keine Ahnung wohin. Da, den Tabak holen. Wir müssen uns mal irgendwann in die erste Reihe stellen hier. Alright. Du bleibst hier stehen. Wer hat noch keine. Ah ja, du. Du brauchst ja noch einen Bauernhof und das war's dann mit deinem Leben. Du wirst pensioniert. Nope. Kein Frieden momentan. Ich will deine Städte. Krieg dauert aber ewig. Stimmt schon. The Druck hat real große use of Fortschritte gemacht. gunpowder. Nice. Haben wir irgendwo Schießpulver? Schaut schlecht aus. Ah, da hätten wir welches. Ist natürlich genau außer Reichweite. Das ist genau hier drin. Perfekt. Super. Ganz toll. Crap. Muss ich jetzt da oben noch eine Stadt hinbauen, nur für die blöden Salpeter. Es scheint mir fast so. Weißt du, so lange brauchen wir Salpeter gar nicht. Du hast jetzt einen Händler, bauen noch einen Händler, bauen Händler en masse. Können wir immer noch Händler bauen? Nein, okay, jetzt ist fertig, Gott sei Dank. Dann können wir hier als nächstes. Soll ich da mal Stadtmauern reinhauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen noch eine Bank und. Ah ja, da brauchen wir nicht. Nein, Aquädukt brauchen wir noch nicht. Dann bauen eine Bank. Von da. Du gehst wohin?
Wer ist gerade ein bisschen. Ja, da könnten wir mal hin. Nach Shenyang. Die Stadt bei ihrem Wachstum ein bisschen zu unterstützen. Du kannst momentan nichts machen, oder? Ah, du kannst da rüber gehen. Ein bisschen auf den hier schießen. Das wäre auch nett. Außerdem gibt es wieder Geld dafür. Du schießt mal auf den hier definitiv. Wird auch geschossen. Und dann wird hier noch dreimal auf die Stadt geschossen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Kongo. Dass der sich dazu entscheidet, dass ich jetzt gerade ein super Zeitpunkt wäre, um mir auf die Nerven zu gehen. Was es wäre, zugegebenermaßen. Und das ist auch das, was mir Angst macht. Okay, hier kriegst du jetzt, solltest du ein 3-1-Feld sein, oder? Ja, gut. 3 Nahrung, 1 Produktion, meine ich damit. Geh mal dahin. Nee, brauche ich den Salpeter wirklich, ist halt die Frage. Hey, Gandhi. Wie sieht's mit euch? Bist du der? Okay, nein, den absoluten Leader kenne ich noch nicht. 133 Wissenschaft pro Runde. Holy fuck. Ja, die machen alle schon ganz ordentlich. Wann komme ich zu dem, wo ich hinkommen will? Nämlich Aufklärung, glaube ich. Aha, dauert schon noch ein bisschen. Haltet einen großen Künstler. Haltet 3 große Persönlichkeiten. All das passiert sowas von gar nicht momentan. Dass ich diese Boni mit ziemlicher Sicherheit nicht bekommen werde. Ein Industriegebiet. Wollte ich dahin bauen. Dann bräuchte ich wieder. Ja. Dann bräuchte ich wieder meinen Geländefeldverbilligungspolitik. Willst du kurz eine Bank raushauen dabei? Vielleicht. Hau kurz eine Bank raus. Du hier hast was gebaut? Ein Dingsbums. Na. Ein Monument. Meine ich damit. Du bräuchtest eigentlich ein Aquädukt. Ah, und du bräuchtest die Stadtmauern. Du bräuchtest wirklich die Stadtmauern. Ich glaube, wir bauen zuerst Stadtmauern. Jo, hier können wir noch ein Sägewerk drauf machen. Du gehst nach Xi'an. Here we go. Können wir hier auch die Straße vervollständigen. Du kommst hier rauf. Du bist ebenfalls hier nach Shenyang gesetzt. Ja, du kommst mal hier runter. Okay, langsam kommen wir da wohin, glaube ich. Du kannst mal hier rüber. Du kommst hier hin. Schießen auf dich. Schießen nochmal auf dich. Soll ich dir jetzt die Beförderung geben? Ja, geben wir dir jetzt schnell die Beförderung. Kontrollzone. Du kommst hier hin. Du wartest. Einheit benötigt Befehle, schieß auf ihn. Das macht vielleicht die Kavallerie, ist hier kaputt, ist nicht perfekt, aber mein Gott, passiert auch nichts Schlimmes. Aber ich sollte einfach hier eine Stadt hinbauen, kann ich auch, Salpeter. A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday, but never remembers her age. Hey, das will ich eigentlich nicht hergeben, das will ich eigentlich nicht hergeben, das will ich nicht hergeben, das will ich nicht hergeben. Das ist ein Problem. wo reduziert da? Habe ich hier was ich schnell mir holen kann? Ja, yep, Theologie, eine Runde. Alright. Ja, in dem Fall machen wir es immer so. Dann ist es ziemlich egal, welche Politik ich hier ändere. Machen wir die Handwerkerpolitik, weil ich glaube nicht, dass ich nächste Runde einen Handwerker ausbilde. Falls schon, ist halt blöd gelaufen. Machen wir das hier. Politik bestätigen. Ja. Und jetzt. Kommst zum fröhlichen Geländefelder kaufen. Ah, das holst du dir schon. Und wenn stattdessen das hier. Das hier. Hier oben. Holen wir uns. Das hier. So, das waren mal 2. Gab es eine. Ah ja, das Kupfer da oben würde ich mir eigentlich auch gerne holen. Das wird aber auch noch ein wenig teuer. Dann gehen wir hier rüber, hier hin. 3 irgendwo noch irgendwas, wo man sich kaufen könnte, was eine gute Idee wäre. Ich glaube, das war's mit Luxusressourcen, die wir noch nicht haben. Da ist eine Mine, oder?
Sehe ich das hier nur? Berichte ansehen. Ressourcen. Weiß, bla bla bla, egal. Diamanten. Gips. Elfenbeinhammer, Marmorhammer, Quecksilberhammer. Oh, Tabak haben wir schon. Damn. Habe ich übersehen. Naja, da. Verdammt. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich mehr tauschen. Aber jetzt haben wir eh ein paar Leute kennengelernt. Das heißt, es ist nur die Jade und das Kupfer. Es sind auch zwei. Alright. Das kann ich auch noch schnell kaufen. Wenn ich schon dabei bin. Hier habe ich mir. Okay. Hier noch irgendwas? Noch ein Marmorfeld? Das könnte ich kaufen für das Farmendreieck. So, jetzt haben wir genug Geld ausgegeben, würde ich sagen. Irgendwas Wichtiges noch? Irgendwo? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre es mal für jetzt. Gut, das heißt, jetzt müssen wir mal nicht Humanismus erforschen, sondern Theologie. Du sollst einen Markt bauen. Oh, einen Markt, wieso nicht? Wir machen hier selbstverständlich weiter. Du gehst diesmal nach. Das macht keinen Unterschied mehr, oder? Dann geh doch nach. Ah, da würden wir eine direkte Straße bekommen. Darauf, nach Guangzhou. Ja, dann geh nach Guangzhou. Eine weitere Straße ist sicher nicht verkehrt, vor allem wenn sie in der Nähe des Kongos ist. Wir gehen darüber. Du gehst. Gehst du irgendwo hin? Könnte ich nach Han, noch eine Straße von Handan nach Seoul machen? Okay. Du kommst hier hin. Schön, dass du fertig geheilt hast. Das freut mich ausgesprochen. Wir schießen dich mal schnell. Oh, was ist denn das für ein Streitwagen? Der hat's aber ziemlich drauf. Und goodbye. Nochmal auf den schießen, bitte. Dankeschön. Du wartest hier. Du wartest hier. Du wartest hier. Perfekt. So, wir sitzen. Nein, kein Frieden schießen. Frieden schießen läuft nicht, mein Freund. Okay. Aha, ich sollte mehr. Ah, sie findet, ich habe zu wenig Spionage. Sie wollen ihren Spion zurück und sie geben mir dafür Diamanten, die ich eh schon habe. Und ein bisschen Gold. Okay. 100 würden sie. Gibt ihr mir 200 für den? Nein. Wie viel Gold gibst du mir? 190? Nein. Oder will ich den einfach behalten? Wobei, ich will sie ja gerade nicht anpissen, eigentlich. Von dem her. Versuchen wir es ein bisschen friedlicher. Weil sie sind eh schon so angepisst, dass sie wahrscheinlich keinen Unterschied. And first Hephaestus makes a great and massive shield. Oh, bald haben wir Überlistik. Ja, Politik wieder ändern. Und zwar wollen wir wieder die Leibeigenschaft, bitte. Dankeschön. Haben wir. Nein, wir haben ja noch nicht Aufklärung. Ausrichtung wählen, jetzt gehen wir Richtung Humanismus. Dann haben wir ein göttliches Recht, das wir immer noch erforschen können, falls wir mal wieder eine schnelle Politik brauchen. Du kannst keinen Händler mehr bauen, das heißt, du baust jetzt auch mal eine Bank. Fabrik ist wahrscheinlich das Schlaueste hier. Wir können einen Gesandten schicken, jetzt ist die Frage, wohin? Toronto, langsam, oh, langsam bräuchten wir eigentlich Toronto. Ja, yeah. Also den Suzerai-Bonus, damit wir. Damit unsere regionalen Gebäude eine höhere Reichweite haben. Ich muss schon längst Schluss machen, oder? Wieso spiele ich noch weiter? Ja, wir sind auf 24 Minuten. Gummibaum. Pünktlich sein. Alright, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat Spaß gemacht zuzusehen. Schaut beim nächsten Mal vorbei, wenn dem so war. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.